Mit wem spreche ich denn? Guten Morgen. Oh, pardon, hier ist Marder. Alles gut. Ja, Danke. grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Ich rufe an wegen der Gewinnmeldung, die wir hier vorliegen haben. Bin ich da richtig Ja, bei Ihnen? genau. Was haben Sie denn auf dem Zettel drauf? Ja, hier ist im Prinzip, da ist ja so ein Feld gewesen zum Freireiben. Da Ja. habe ich im Prinzip, brauchen Sie das auch oder nur die Nummer? Ja, nee, alles, was Sie da haben, Ja? dreimal und die Ja, Kontrollnummer. da sind ja im Prinzip Sonnen drauf. Nehme ich mal an, passend zum guten Wetter. Und dann steht hier GLÜ 66589 auf dem Zettel. Genau, was steht vor der 66589? GLÜ. GLÜ? Ja? Okay. Und dreimal die Sonne. Genau. Genau. Den kann ich Sie dafür Ist registrieren das und gut? brauche mal. Das weiß ich noch nicht, ob es Ach gut ist. Das so. werden wir dann sehen, wenn die Verlosung war. Ich registriere Sie erstmal für das Ja. Gewinnspiel. Nächsten Monat ist auch schon die Verlosung und braucht man noch ein paar Angaben. Wie ist Wann denn ist Ihr das denn Vorname? nächsten Monat? Ende August, immer Ende des Monats. Ach so, Also also Sie aber haben nicht ja mit diesen Juli. Monat, ne? Nein, immer den Monat später sind Sie da mit dabei. Ach so, da muss ich mir mal gucken. Genau. Ich schreibe mir das mal eben auf, sonst vergesse ich das wieder. Ja. Ja, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Alles gut. Also ich brauche mal Ihren Vornamen. Nochmal? Ihren Vornamen. Manfred Ja. Marder. Entweder Marder wie das Tier oder Ja, Marder ohne R. wie das Tier im Auto. Okay, Marder, ja, richtig Ja, denken? Okay. genau der Marder. Jawohl. Herr Marder, welche Postleitzahl haben Sie denn? Nochmal? Ihre Postleitzahl? Ach so, 203 59. Ja. Welche Straße wohnen Sie da? Das ist ja der Hexenberg, wie die Hexe. Ja. 102 Cäsar. Und welcher Ort ist das? Hamburg. Hamburg. Hexenberg. Hexenberg. 22.767 ist die Postleitzahl. Nochmal? 22. Moment. 22.767 ist die Postleitzahl, Jetzt nicht habe ich wieder die alte 20.357. gesagt. Ich kriege das nicht hin. Wir sind vor drei Okay. Monaten ja hier Nicht untergekommen, ne? schlimm. Okay. Sagen Woher Sie mal wissen den Sie das Geburts. denn? Na, weil ich mir das rausgesucht habe über die Straße. Oh, Sie sind ja schnell. Das ist ja, bin Naja. ich ja begeistert. Ist ein glattes Hexenwerk, genau. Herr Marder, ich brauche mal noch Sie Ihr sind aber Geburtsdatum. keine, ne? Oder haben Sie da einen Besen Nee, vorrätig? ich bin keine Hexe. Das ist Ich brauche gut, nur ne? Ihr Geburtsdatum, bitte. Ja, das ist der 14. Juni. Also Juno, ne? Falls das Ja. nicht so gut zu hören ist am Telefon. 43. Jawohl, wunderbar. Ja. Und zu guter Letzt, unter welcher Telefonnummer sind Sie am besten zu erreichen, Herr Marder? Aber ich bin ja viel unterwegs, ne? Also ich kann nichts versprechen. Nee, wir Aber nehmen ich. zur Sicherheit eine mit auf. Ja, das ist Alles gut. 040 344 Ja. 744. Jawohl, prima, habe ich mit eingetragen. Nochmal? Die Verlosung habe ich mit Ach so, eingetragen. danke schön. Die Verlosung ist im nächsten Monat und wer Aha. weiß, vielleicht klappt es hier für Sie. Ich drücke da ganz feste die Daumen. Und Herr Marder, Sie hatten jetzt mit Ihrem Anruf auch noch Glück, weil Sie sind nämlich gleich durchgekommen, mussten Ja. jetzt nicht lange warten. Dadurch sind Sie automatisch noch in unserer Vorteilsaktion gelandet, die nennt sich Profit und Rente. Aha. Die spielen wir nämlich ab dem 15. September für nur 100 Teilnehmer. Und da nehmen Sie dann mal in dieser Gemeinschaft, jeden Tag nämlich, mit 100 Tippreihen am Spiel um den Renten-Jackpot teil. Sie bekommen eine persönliche Tippreihe, die suchen Sie selber aus. Der Tipp spielt jeden Samstag für Sie auch nochmal alleine um den Jackpot. Es geht hier um sage und schreibe 40.000 Euro als Sofortgewinn Ja. plus monatliche Rente von 4.000 Euro. Was war mit Die der Rente Ente? ist vererbbar übertragbar. Rente, um eine Rente. Rente Ich habe geht es hier. Ente verstanden. Nee, Entschuldigung. eine Million Enten wollen wir nicht verlosen, hier geht Nee. es um eine Rente. Nee, die gehen mir. Ich Genau. habe ja schon. Wir haben hier in der Anlage ja so einen kleinen Teich im Garten. Ja. Da gehen die mir so schon auf die Nerven. Ach Da will Gott, ich ich nicht habe noch Frösche. mehr von haben. Ja, kann ich mir vorstellen. Mein Nachbar hat Frösche, mir geht es genauso, aber ich habe, mir sind es Frösche halt. Oh, Okay, da müssen Sie mal, nichtsdestotrotz. falls Sie Gänse haben, die mögen die gern fressen. Ja,
Nichtsdestotrotz, wie gesagt, können Sie ja jeden Tag dann die Rentenmillion knacken in der Gemeinschaft, kriegen die eigene Treppe. Und Sie spielen samstags auch nochmal ganz alleine. Da geht es schon um kleinere Beträge von 50 bis zu 10.000 Euro sind hier auch möglich. Und unter der Woche, also mit Ihrer eigenen Tippreihe, geht es um 40.000 Euro als Sofortgewinn plus monatliche Rente was von war mit 4.000 den, was war Euro. Mit den Eulen? Euros, Herr Marder. Nochmal bitte? Euros. Euro. Geld. Ja. Money. Moneten. Euros. Richtig, zum Beispiel. Genau. Das ist gut. Aber was haben die Eulen damit zu tun? Gar nichts. Sie können die Euros hier gewinnen. Ja, und auch kleinere Beträge sind möglich. Und das ist Herr, gut. Herr Marder, ja? Diese ganzen Vorteile, die ich jetzt nämlich erzählt habe, garantiert Ihnen die Vorteilskarte Profit und Rente, die bekommen Sie bei mir. Ja. Mit Ihrer Vorteilskarte sparen Sie beim Einkaufen Geld. Beim Online-Shopping gibt es Rabatte damit von bis zu 35%. So viel? Beim, oder habe ich ja, das wieder falsch verstanden? Bis zu 35%. Ist ja irre. Beim Einkauf, den Sie vor Ort tätigen, bei ja, vielen Partnern, wie zum Beispiel Rewe oder Lidl, ja, Norma, Netto und noch viele weitere, haben Sie eine dauerhafte Ersparnis jedes Mal von mindestens 5%. Und sogar beim Tanken garantiert oder kriegen Sie nochmal 5% auf die Tankquittung zurück. Oh nee, das hilft mir nichts. Ich habe den Führerschein abgeben müssen. Ja, ach gut. Können Sie kein Auto mehr fahren? Können ja, dürfen nein. Ja, naja, wie das manchmal so ist, ja. Irgendwann hört es auf. Aber ja, das ist halt ein Problem gewesen, ne? Weil da ist ja, ja im Prinzip eine Entenfamilie über die Straße wo wir es gerade davon haben, ne? Ja. Die gehen mir zwar auf die Nerven, aber ich wollte halt auch keine Entenfamilie, sag ich mal, ja, überfahren. Ja. Und ich habe nicht in den Rückspiegel geschaut und da kam es bei der Bremsung dann leider zu einem größeren Unfall. Ach Gott. Da ist ja, ja im Prinzip hier so einer, der hatte so einen blauen Ford Ranger, also halt auch so ein größeres Fahrzeug. Und er ist dann in den Edeka Zwingel reingefahren, weil der ausweichen wollte. Und dabei ist halt auch das Aquarium zu Bruch gegangen. Ne? Und das haben die mich halt beschuldigt für, weil, sag ich mal, eine Entenfamilie ja keine Gefahrenbremsung rechtfertigt. Und jetzt habe ich mir aber so einen Krankenfahrstuhl organisiert, falls Sie das, das ist im Prinzip so ein Ding, was 25 fahren kann. Das ist aber mit Elektro. Ja, schön. Oder gibt's das dann auch für den Elektrovorgang? Nee, leider noch nicht. Ach, vielleicht kommt das ja mal irgendwann. Das wäre ja nicht ganz verkehrt, ne? Da ich brauche das Ding ja auch, ne? Ja. Wir haben einen Verbesserungsvorschlag. Wo gibt's denn diese Prozente da im Internet? Weil ich bin ja gerade auch noch am Suchen nach einem nach einem größeren Solarpanel, was ja im Prinzip in der Lage ist, dieses Gerät dann auch zu betreiben. Ich habe ja im Prinzip auch so die Idee gehabt, wenn man das im Prinzip mit, also ich habe vorne einen großen Magneten dran gemacht, ne? Ja. Und habe dann übers Dach so eine Stange gespannt mit einem Seil nach unten und da einen anderen Magneten dran gemacht. Oder mein Enkelsohn besser, weil ich kann das ja nicht mehr. Und habe eigentlich gedacht, dass es mir so möglich wäre, ein Perpetuum mobile zu erschaffen. Aber es funktioniert nicht. Nee, weil der Gedanke war ja, dass der Magnet vorne den Magnet hinten zieht und dass ich damit quasi Auto fahren kann. Ja, nee, es ist alles ein bisschen schwierig, Herr Marder. Ich merke das so, ne? Ich bin ja aber auch kein Kernphysiker, ne? Ah, nee, ich auch nicht. Also da muss ich sagen, kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Das hätte ja, hätte ja sein. Haben Sie ein Eigenheim, dass Sie sich da Paneele anbauen können? Nee, das soll ja aufs Auto drauf. Ach so. Oder halt auf diesen Krankenfahrstuhl, ne? Ja, aber da bin ich leider der verkehrte Ansprechpartner. Nee, ich wollte auch nicht, dass Sie das bauen, sondern wegen den Kooperationspartnern, wo man dann Geld sparen kann. Ja, Kooperationspartner haben Sie ganz viele, aber ob die für die Paneele Ansprechpartner sind, das glaube ich eher weniger. Ist da, denn, haben so mehr so, ist da denn Amazon dabei? Sie haben ganz viele Partner von Amazon bis zu Bedarf, genau. Amazon ist auch dabei? Ist auf jeden Fall mit dabei, genau. Sie haben P. Kloppenburg mit bei. Wen? Sie haben About You mit P. Kloppenburg. Wer ist das? Falls Sie mal schicke Klamotten brauchen. Nee. Nee, okay, gut. Ich habe ja mein Leben lang Uniform getragen, da bin ich auch bei geblieben, ne? Das ist am günstigsten. Okay, gut. Sie haben den Lidl-Online-Shop mit bei, die haben auch immer schöne Sachen.
Also Ja, sie haben das ganz stimmt. viele Artikel. Also mein, ich habe hier ja Genau. im Prinzip der eine der Pfleger, der ist ja der Krankenpfleger, der Mimon, der hat immer Lidl-Hemden an, die sehen immer sehr schick aus, ne? Ja, die haben schöne Sachen. In der Kaufe ich auch Tat, ne? gerne ein. Ja, Das ist eine Lidl hat tolle schöne Sache. Klamotten. Und wie viel spart man da dann? Na, das kommt ganz drauf an. Sie haben immer verschiedene Aktionen. Bis zu 35% sind möglich. Die wechseln immer mal wieder durch. Ja, aber Das Lidl können mal selber 10. macht ja auch immer so Angebote. Geht Ja. das dann auch on top oder schließt sich das aus? Genau, das ist ja, wenn Sie bei Lidl diese Angebote haben, wie beispielsweise auch wenn Sie vor Ort bei Lidl einkaufen, ja, kriegen Sie ja jetzt, sage ich mal, bis 15. Oktober mit diesem Spätsommer-Cashback definitiv 7% nochmal auf Ihren Kassenbon zurück, wenn Sie bei Lidl einkaufen. Sie nutzen die Lidl-Angebote vor Ort praktisch, die Lidl Ja. Ihnen bietet, und kriegen auch nochmal auf den Kassenbon 7% auch nochmal zurückgezahlt. Und ab dem 15. Oktober, wenn der Spätsommer-Cashback vorbei ist, haben Sie immer noch mal mindestens 5%, die Sie auch wieder zurückbekommen. Ja, wer ist Also denn da sparen, Herr so Marder. spendabel, wenn ich mal fragen darf? Na, Sie kriegen ja diese Vorteile über Ihre Profit- und Rentekarte wieder zurück. Ja, aber ich meine, das ist Profit. ja, wenn ich mal überlege, was ich hier an Hefeweizen wegknalle in der Woche. Ja. Wer spendiert mir denn da das Trinkgelage? Naja, die Vorteile handelt ja Profit und Rente für Sie als Kunde aus. Sie Ach nutzen ja so. dieses Vorteilsprogramm, um diese Rabatte hinterher zu nutzen. Also die Rabatte werden für Sie als Kunde ausgehandelt, damit Sie nicht groß suchen müssen, sage ich mal. Dafür haben Sie alles unter Ihrer Vorteilskarte. Ich frage mich Und nur, Sie kriegen. was hat denn Lidl von der Nummer? Naja, gut, Lidl kooperiert ja dann mit Profit und Rente und es ist ja gleichzeitig für Lidl wiederum Werbung, wenn die auf dieser Plattform zu finden sind. Das darf man auch nicht vergessen, Herr Marder. Naja, die brauchen ja nicht Aber wirklich Werbung, ne? ja, naja, doch, Werbung, denke ich mal, braucht heutzutage jeder. Ja, aber Herr Marder, wir wollen uns jetzt mal nicht mal Lidl festbeißen, weil, wie gesagt, Nee, Sie haben online auch. wir können auch gerne noch mal über Netto reden. Das ist ja im Prinzip da so mein Steckenpferd ein bisschen. Ja. Der ein oder andere kennt die Geschichte. Das ist nicht ganz jugendfrei. Das kann ich jetzt nicht erzählen. Aber das ist ja im Prinzip da so mein Lieblingspappenheimer hier im Ort, ne? Ja, da können Sie auch einkaufen. Kriegen Sie auch 7% Nee, da definitiv habe bis ich 15. Hausverbot. Ach du, wieso das denn? Nee, ich habe im Prinzip, hier ist ja mal eine Demonstration gewesen. Da Ja. standen die hier und haben sich auf die Straße geklebt, diese Verwirrten. Ne? Haben Sie das schon mitbekommen? Nee. Das machen die in Berlin immer, da kleben die sich auf die Straße. Ach so, diese Ja, Umweltmenschler. genau. Und ich bin ja im Prinzip, weil ich hatte ja keine, ich bin ja nicht mehr im Dienst, ne? Ich hatte ja kein Pfeffergas oder sowas mehr. Und dann bin ich bei denen an die Mülltonne und habe die alten Sachen vom Tag vorher geholt und habe das auf die draufgeworfen, weil die konnten ja nicht weggehen, ne? Tomaten, Ja, Bananen, und Äpfel. das macht man aber auch nicht. Na doch, das ist ja Nötigung, was sie machen. Die müssen ja vertrieben werden. Und der Ja, gut, das kann Tomatensaft, man nicht. also das habe ich sogar amtlich, das ist im Verfahren dann bestätigt worden, dass der Tomatensaft quasi geholfen hat, den Klebstoff zu lösen. Aber ich Ja. bin trotzdem Landfriedensbruch dann gewesen. Ja. Was sie mir aber nicht, es wurde ja als Waffe klassifiziert. Ich habe ja ein altes Baguette genommen, das hatten die da liegen. Das war knochenhart, da hätte man das Fenster mit einschlagen können, weil ich habe gesagt, ich will die nicht mit dem Krückstock hauen, der kostet zu viel, ich habe ein altes Baguette genommen. Ach du Gott. Okay, Ja, aber mit das. Lebensmitteln schmeißt man auch nicht um sich, Herr Na, die Marder. lagen ja schon im Mülleimer, die wollten das Ach ja so, naja, gut. wegschmeißen, ne? Ich Okay, meine, gut. so eine schöne Gurke hätte ich auch nicht, das ist ja Verschwendung, sowas auf Ja, solche Leute zu werfen. richtig. Sondern die haben dann halt Richtig. den Biomüll abgekriegt, der aus der Tonne da kam. Da war noch so ein Ja. LKW-Fahrer, ich hatte die Idee und der hat das umgesetzt und das war ja dann im Prinzip Anstiftung, ne? Weil da musste ja hinterher die Fahrbahn dann auch gereinigt werden. Das war nicht ganz so schön. Vor allem war in dieser Mülltonne, da ist ja wohl irgendwo ein Vogel verstorben, der lag da auch mit drin, aber das wusste ich ja vorher nicht. Ja, okay, ach Aber Gott, die haben sich okay. seitdem auch da nicht mehr festgeklebt. Ich habe Ja. gesagt, wenn ich sehe, dass sie wiederkommen, dann mache ich das wieder. Dann sagt er, dann Ja. gehen Sie ins Gefängnis. Dann habe ich gesagt, so wie der Winter jetzt aussieht, kann ich mir das Leben draußen sowieso nicht leisten. Dann gehe ich halt in den Knast, sag, aber ihr sitzt dann wieder im Biomüll, das könnt ihr euch aussuchen. Ja, Und bisher okay. sind sie nicht wiedergekommen. Also ich habe ja im Prinzip hier, das sind so 0,73 Kilometer. Ich habe das nachgemessen wegen einer möglichen Wurfdistanz mit einem Gummiseil, aber das reicht nicht. Ich habe hier das Ja. Fernglas und prüfe das, ob die wiederkommen, ne? Ja, ach Mensch, okay, gut. Das kann man Aber ja wie gesagt, wir nicht müssen jetzt. tolerieren, sowas. Nee,
Nee, nee, nee, nee. Aber Herr Mader, wir schweifen jetzt ganz schön ab. Ich Ja, hatte ja gesagt, natürlich. Sie kriegen die Rabatte online und im Laden vor Ort, beim Tanken auch, Ja. ja. Und diese Vorteilsaktion, die ich jetzt nämlich erzählt habe, die läuft zunächst für 3 Monate. Das ist erstmal ein überschaubarer Zeitraum. 3 Monate, das ist Nee. ordentlich. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber ich mache so Schachfiguren aus Gipspappe. Und da brauche Ja, ich auch nee. ungefähr 3 Monate, bis ich so einen kompletten Satz zusammen habe. Ich mache Aha. jetzt einen Auftrag für so einen, der so Filme macht. Mache ich jetzt also so im Internet. Ich verstehe das ja alles nicht. Ich habe das, was wollte ich denn? Ja, das Schachspiel, das ist im Prinzip mit Otterfiguren, ne? Anstatt hier so diesen Pferden und den Königskronen und sowas, das sind halt alles Ja. verschiedenfarbige und unterschiedlich gestaltete Otter, ne? Und auf der anderen Seite stehen die Wiesel. Das ist ja im Prinzip eine sehr detaillierte Arbeit. Weil man muss ja auch die ganzen Aha. Details unterbringen, ne? Also wenn Sie da mal einen Auftrag haben, ich mache das auch, sag ich mal, für Geburtstage und so. Aha, aber ich habe keinen, der Schach spielt, das tut mir leid. Aber das geht auch mit Mühle und Dame oder Auch nicht. ich habe auch schon mal ein Mensch ärger dich nicht mit Politikerfiguren gemacht und Ja. habe dann das nicht hintendran weggelassen. Das heißt, Mensch ärger dich. Ja, Und da ist ja okay, dann schön. im Prinzip, Mal da was sind ja ganz diese anderes. 4 Felder, wo man die Figuren reinbringen muss, ne? Das sind ja normal einfach nur runde Kreise. Da steht dann Rentenkürzung, Steuererhöhung, Kriegsfall, Pandemie und all sowas drauf. Das ist dann so ein Ja. richtiges Spiel, wenn die jungen Leute abends sich besaufen, dass die sich da gegenseitig kloppen mit dem Spiel, ne? Anstatt sich gegenseitig da, sagen wir Ja. mal, unschöne Dinge anzutun. Weil wir Okay. leben ja alle auf einem Planeten, ne? Falls Sie Ja. das wussten. Ja. Ja. Okay. Gut, aber wir schweifen wieder ab, Herr Mader. Ja, natürlich, klar. 3 Monate Ich habe zunächst, hatte ich aber jetzt Zeit, gesagt das ist gehabt. kein Problem. Ja, ich auch, aber die Ja, Leitung ist sehen Sie. relativ voll. Ein paar Minuten kann ich mich gerne für, also ich kann mir auch gerne Zeit für Sie nehmen, aber ich Ja, würde es Ihnen gern das zu ist Ende gut. Dann erstmal würde erklären. ich sagen, ich hole das Spiel einfach mal her und wir Nee, machen das nee, jetzt wir wollen einfach nicht mehr mal. spielen. Möchten Sie Nein, rot, gelb, blau oder nein, grün? Herr Mader, ich möchte gar nicht spielen, da habe ich keine Zeit Oh, für, das es ist tut aber mir leid. schade. Und wer spielt jetzt Nein, und mit ich mir? möchte auch kein Brettspiel spielen. Ich hasse Brettspiele, Entschuldigung. Na, Sie sehen das ja nicht. Das ist ja, sagen wir mal, Ach so. fernmündlich, ne? Ja, aber auch fernmündlich möchte ich keine Brettspiele spielen. Na, ich habe das auch in digitaler Form. Das ist ja, damit das verkauft wird auch, Nee, ne? wollen wir auch nicht. Okay, lassen Sie Sie mich sind ja erst mal ganz ganz schöner kurz, und wir haben, Spielverderber. Haben Sie das schon mal gehört? Herr Mader, wenn ich jetzt nicht weiterspreche, haben wir den Anfang vergessen, was ich Ihnen von erzählt Da habe. kann ich mich sowieso schon nicht mehr dran erinnern. Ach Also Gott. zuletzt sind wir bei den Taubenfiguren. Nee, bei den Das ist aber Otterfiguren. Und ungünstig. das davor habe ich mit Tauben gemacht, ne? Okay. Okay, aber Ja. wieso denn Tauben und Otter? Was sind denn das für Tiere? Warum denn Tauben und Otter? Naja, also Tauben sind ja im Prinzip, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal mitbekommen haben, im Park, wenn da Leute sitzen und Vögel füttern, das sind im Prinzip Tauben. In den meisten Ja. Fällen. Es sei denn, Sie wohnen in Norddeutschland, dann sind das wahrscheinlich Möwen. Und Okay. Otter, das sind im Prinzip, sagen wir mal, immer so kleine Wiese, also so kleine, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das Ja. beschreiben soll. Also die sind im Prinzip meistens braun, Wir haben kennen Otter. zwei Vorder- und zwei Hinterläufe. Ja. Das Otter, ist ja Wiesel, sonst. alles eine Familie. Nein, das würde ich jetzt, wenn das die Wiesel hören, da gibt es Bürgerkrieg, das würde ich nicht Warum? sagen. Naja, aber die haben ja eine eigene Nation und Kultur geschaffen. Weil ich Okay. weiß ja nicht, also das ist jetzt so ein Insiderwitz. Wie heißt die Hauptstadt von den Ottern? Keine Ahnung. Otterdam. Aha, Statt okay, gut. Rotterdam. Und in Australien drüben, da heißt die Hauptstadt der Otter Ottawa. Ah ja, das ist natürlich plausibel. Ja, und hier in Deutschland haben die auch eine Botschaft und die ist in der Stadt Frankfurt an der Otter. Okay. Trinken Sie doch mal einen Schluck, Herr Mader. Die Otter rauben mir den letzten Nerv. Aber ich bin ja Okay. erschüttert, dass Sie nicht wussten, was ein Otter ist. Doch, ich weiß, was ein Otter ist. Aber ich kannte die Familie nicht und die Städte nicht. Also das war mir jetzt neu, muss ich sagen. Die Familie Otter? Ja. Nein, die Familie, die Städte, die Sie mir gesagt haben, die kannte ich nicht. Das war für mich neu. Ja, das ist ja auch, sagen wir mal, sagen wir mehr so,
so im Bereich Fantasie, wie sagen wir mal so, der Herr der Ringe und ja. Harry Kartoffel angesiedelt, ne? Aber ja. Ich will gerade mal, ich habe da ja im Prinzip, das ist immer sehr beruhigend, will ich gerade mal das raussuchen hier. Im Prinzip habe ich das ja mal aufgenommen. Wir haben hier in Hamburg, da gibt's ja den Wildpark Schwarze Berge, ne? Kennen Sie den? Nee. Können Sie das hören? Ja. Das sind jetzt im Prinzip Geräusche von einem Kurzkrallenotter. Okay. Dass Sie das auch mal gehört haben. Das ist ja im Prinzip, warum der freut Sie sich. Das auf? Bitte? Warum nehmen Sie das auf? Das ist ja im Prinzip Inspiration, ne? Wenn ich nicht schlafen kann, dann mache ich das an im Hintergrund in Kombination mit Regengeräuschen und dem Knistern von einem Lagerfeuer. Und das überfordert den Kopf dann so arg, dass der ausschaltet. Mhm. Weil es hat irgendwie ein Lagerfeuer zusammen mit Ottern und Regen macht ja überhaupt keinen Sinn, ne? Nee. Und das ist wiederum der Sinn der Sache. Das ist ja im Prinzip für den Fall, dass jemand Gedanken lesen kann, würde der ja nicht drauf kommen, dass man sowas macht. Mhm. Und das ist ja so vorbeugende Vorsicht, um das einmal, sagen wir mal, auszuformulieren, ne? Mhm. Muss ja alles einen Plan haben. Mhm. Ah, ich kann jetzt irgendwo nicht mehr folgen, Herr Marder. Ich habe jetzt irgendwo den Anschluss verpasst. Ja, wo, an welcher Station denn? Beim Otterlachen. Ja, was soll ich da nochmal ausführen? Weil das ist ja im Prinzip prüfungsrelevant, ne? Das mit dem Feuer und dem Regen, das war jetzt zu viel für mich. Ja, also ich kann es gerne nochmal ausführen. Also das sag mal, die Ottergeräusche, die sind zur Beruhigung. Ja. Und sag ich mal, der Regen und das Feuer, das sind ja an sich auch sehr schöne Geräusche, ne? Wenn das Regen, ja. Wenn der Regen aufs Dach prasselt und das Feuer knistert. Aber ja. Wenn jetzt irgendjemand, sag ich mal, die Zukunft vorhersagen oder meine Gedanken lesen kann, dann weiß der ja, dass ich Ottergeräusche mache und kann sich dann darauf einstellen. Weil ich werde ja im Prinzip organisierter Verfolgung ausgesetzt. Die wollen mir ja alle ans Leder hier. Das ist ja organisiertes Gangstalking, falls Ihnen das was sagt. Und wenn ich dann aber zusätzlich noch zwei andere Geräuschquellen anmache, das wissen die ja vorher nicht. Und dann können die sich da nicht drauf einstellen bei der Geräuschfolter. Weil hier laufen immer Leute rum, die drücken aufs Feuerzeug oder auf den Lichtschalter. Und das sind ja so Reize, die mich da ja im Prinzip arg belasten, ne? Die triggern sie, auf Deutsch gesagt. Nochmal was? Was tragen die? Die triggern sie. Was heißt das? Na, triggern heißt, dass sie darauf anspringen, dass sie diese Geräusche nicht möchten. Ja, das ist ja, organisierte Kriminalität, ne? Die verfolgen mich ja Tag und Nacht. Ja. Okay. Und das ist halt, sagen wir mal, ich baue mir halt selber eine Geräuschkulisse auf, um das halt abzuwehren. Ich habe das auch in diesem Zusammenhang geschafft, ne, eine Art Schallkanone zu bauen. Die arbeitet ja im Prinzip mit Zitonenbeschuss. Das ist so ein bisschen größere Gangschaltung als Atome. Und damit habe ich das im Prinzip auch schon geschafft, Holz zu spalten. Ne? Das ist hier bei der Zimmertür nicht ganz so gut, aber die beschießen mich ja mit Skalarwellen. Ne? Da muss man sich ja irgendwie auch verteidigen. Okay, gut. Das ist jetzt nicht mein Metier, muss ich sagen. Da kann ich jetzt nicht mitreden, Herr Marder. Also, da seien Sie froh. Also ich habe neulich auch, sag ich mal, den ganzen Tag und Großteil meiner Rente damit zugebracht, das Zimmer hier dann im Prinzip mit Aluminiumfolie auszukleiden, um halt feindliche Strahlung draußen zu halten und um meine eigene halt durch, das ist ja im Prinzip, wirkt mein Zimmer jetzt wie so eine Resonanzkammer bei der Schnauze vom Velociraptor, die waren ja sehr kommunikativ geprägt. Und dann kamen die Pfleger rein und haben das alles wieder runtergenommen. Die gehören auch dazu. Okay. Es ist auch Wahnsinn. Wo sind Sie denn da, wenn der Pfleger kommt? Ha? Wo bin in meinem da, Zimmer. Ja, und wo ist das Zimmer? Es ist in Hamburg. Okay. Und wenn da Pfleger sind, ist das so ein betreutes Wohnen oder was ist das? Nein, das ist ja betreutes Wohnen. Da kommen ja nur die Gebrechlichen hin. Ich bin hier ja im Prinzip in der forensischen Psychiatrie, ne, wegen der Nummer mit den Verrückten auf der Autobahn. Weil da war es mir ja zu viel. Die haben ja die ganze Zeit Fahrradklingeln und Rillerpfeifen betätigt. Die wussten genau, dass ich das nicht mag. Und dann haben die halt das Echo abbekommen. Ne? Okay. Das gibt's ja nicht, sowas. Ja.
Herr Mader, ich wollte gerne mal auf unsere Aktion zurückkommen. Wissen Sie noch, was ich Ihnen vorhin erzählt habe? Ja, wir waren dabei, dass ich ja beim Ausrüsten meines Mobils, das Maulwurfmobil, Zum nenne ich das, dass man da ja viel Geld sparen kann, ne? Richtig, genau. Jetzt kommt aber noch ein wichtiger Punkt. Ich sagte ja, alles, was ich Ihnen jetzt aufgezählt habe, das läuft zunächst 3 Monate. Ja. Und jetzt kommt bestimmt Ihre Frage, nämlich, was setze ich dafür ein für diese ganzen Vorteile? Nee, meine Frage wäre jetzt ja im Prinzip gewesen, was Ihr Lieblingstier ist, ne? Ja, warum? Ja, weil ich ja demnächst hier das neue Modell anfangen muss. Ach so, na, dann machen Sie mal was mit Pferden. Mit Oder Pferden? Hunde oder Vögel oder Katzen. Das ist aber ziemlich Mainstream. Tja. Also Sie haben mich ich habe gefragt, neulich, ich habe geantwortet. Ja, natürlich, aber haben Sie denn, sag ich mal, ein Zweitlieblingstier? Das nicht, sagen wir mal, jede Frau sagt ja Pferde, das ist ja nicht Ja, aber herausfordernd. das ist nun mal so, sorry. Dann nehmen wir einen Hund. Ach, das ist ja noch schlimmer. Und der heißt. Nee, ich bin ja im Prinzip auf Exoten spezialisiert. Ich Ja. habe mal im Tausch, dafür habe ich eine Packung Zigaretten, hat er für mich mitgenommen, hier einer von den Stationspflegern. Der ist ja im Prinzip ornithologisch sehr interessiert. Ja, Dem habe okay. ich im Prinzip mal eins mit einem Kakadu gemacht. Ja. Und auf der anderen Seite waren Wellensittiche. Dann machen Sie mal ein Pfirsichköpfchen. Ein was ist das denn? Ein Pfirsichköpfchen. Was ist das? Ein Vogel. Ja, das habe ich mir gedacht, aber wie sehen die aus? Wie ein Pfirsich? Ich gebe das hier gerade mal, das hat mir mein Enkel reingeschmuggelt. Ich habe hier so ein kleines Tablet. Pfirsichköpfchen. Köpfchen, Jetzt ja. halt mal gucken. Ach, die sehen ja herzallerliebst aus. Ja. Da muss ich mal gucken. Also die sind ja im Aus der Prinzip hier. Familie der Agaponiden. Ach, kennen Sie sich aus? Sind Sie vom Fach? Habe ich in meiner Voliere. Ach, Sie haben eine Voliere. Ich habe hier im Ja. Prinzip, ich habe sie Fridolin getauft. Hier ist so eine Wie? Fridolin. Das ist im Prinzip eine Zwergdeckeleule. Die kommt morgens immer hierher und ich gebe dem Brotkrümel am Das Fenster. kann ich mir aber nicht vorstellen, dass zu Ihnen eine Zwergdeckeleule kommt. Na doch. Ich habe Nee, hier, soll ich Ihnen ein Bild schicken? erstmal kenne ich keine Zwergdeckeleule und ich glaube nicht, dass die Eule so zahm ist, dass die am Tage zu Ihnen ans Fenster kommt und sich füttern lässt, weil Eulen fliegen nachts, Herr Marder. Na, in den Morgenstunden, die ist ja Ach so. abgerichtet. Ach so, okay. Wer Also hat die ich. abgerichtet? Harry Potter oder was? Wer bitte? Wer hat die abgerichtet? Harry Potter? Nee, Severus Snape. Ach so, na, den mag ich nicht so. Warum nicht? Nee, nicht so meins. Aber der ist doch der größte Held von allen. Nee, da bin Da gibt's ich, einen nee. guten Witz dazu. Warum bleibt Severus Snape mitten auf der Straße stehen? Damit keiner weiß, auf welche Seite er gehört. Das ist so Okay, ja. traurig. Er hat ja sein Ach Leben so. geopfert. Ja. Ja? Naja, gut. Und Da er muss ist man dann. aber, glaube ich, nicht. Na doch, der hat ja sein ganzes Leben geopfert, ne? Damit die anderen, sag ich mal, in Frieden leben können. Ja. Also Okay, ich ich gucke finde. die Filme ganz gern, muss ich Ihnen dazu sagen, Herr Marder, aber so Ha, tief bin ich da jetzt haben nicht Sie drin. denn die Bücher gelesen? Nee. Ah, Schande! Warum? Ja, da fehlt ja die Hälfte der Geschichte. Naja, ich gucke mir das einfach mal so als abendliche Unterhaltung an, aber so tiefer muss ich darüber nicht nachdenken. Ja, Einfach mal so, ja. das ist ja im Prinzip auch prüfungsrelevant. Später sind Sie in Okay. Hufflepuff? Nee. Wo gehören Sie denn hin? Ich kann Ihnen noch nicht mal die anderen Häuser sagen, keine Ahnung. Aber es gibt ja die Möglichkeit, ich habe hier das gerade offen, ich habe das die Tage, ist gut, dass Sie auf das Thema kommen. Ja, da gibt es so einen Test von der Frau Rowling selbst. Da muss man, sage ich mal, 42, weil das ist ja die Antwort auf alles, Fragen beantworten und dann sagt einem der Computer im Prinzip, wo man hingehört. Das darf man Ja. auch nur einmal im Leben machen. Das ist ja im Prinzip mit einem Blutschwur verbunden. Und wenn Sie Ja. den brechen, dann heißt es Avada Kedavra. Ich suche das Okay. eben mal raus. Und dann können Sie da gerne mal. Das ist ja im Prinzip der psychometrische Hogwarts-Haustest, basierend auf den Forschungen der Cambridge-Universität. Das Okay. ist jetzt im Prinzip Frage 1 von 24. Und es heißt jetzt hier im Prinzip, man hat mir schon oft gesagt, dass meine Hobbys und Interessen seltsam seien. Würden Sie Ja. da zustimmen oder nicht Ja. zustimmen? Ja. Also Ihre jetzt oder meine Ne, Hobbys? Ihre. Nee, meine sind nicht seltsam. Alles gut. Gut, dann gehen wir weiter. Aber wir machen jetzt keine Ich bemühe 24 Fragen, Herr mich, Marder. anderen Nein, zu wir machen jetzt kein. helfen und die Welt zu Ja. einem besseren Ort zu machen. Immer, 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 immer. Zustimmen, das ist Ja. gut.
Ich, also, Herr ich Madoff, kann da jetzt ja ich im möchte Prinzip keine noch kein. 24 Fragen beantworten. Ja, Nein, das ist aber es ist nicht. notwendig, damit wir das Nein, Ergebnis es ist bekommen. nicht. Ich Nein, ziehe es ist es nicht. Ich mache vor, jetzt in privat. einem Team zu sein und nicht das Sagen zu haben. Naja. Also man kann es auch in der Nein. Mitte stehen lassen, das ist auch Ja, möglich. genau. Gut, dann Richtig, gehen das wir mal dann. weiter. Ich stehe für das ein, woran ich glaube. Ja. Aber ich möchte trotzdem keine 21 weiteren Fragen beantworten. Nee, es sind ja insgesamt 24, da kann ich Sie Ja, wir haben aber beruhigen. schon drei. Ich Ja, aber schüttle wir haben auch schon schlechte drei. Nachrichten schnell ab und lasse mich von Rückschlägen nicht unterkriegen. Ja, genau. Ja? Ja. Das ist gut, da haben Sie eine gute Einstellung. Ich verachte Menschen, die dumm genug sind, ihre Geheimnisse zu verraten. Nee. Nicht, nein, Man gut. kann einen Menschen nicht verachten. Das ist ja nur eine Frageoption hier, ne? Ich Ja. befürworte einen gesunden Wettbewerb zwischen meinen Freunden und mir. Nee. Nicht, also immer Friede, Freude, das ist gut. Ethisches Verhalten ist wichtiger, als in der Welt voranzukommen. Ja, stellen Sie mal in die Mitte. Oder lassen wir das in der Mitte stehen. Ich vermeide direkte Konflikte mit Menschen, die für mich in Zukunft nützlich sein könnten. Nee. Vermeiden Sie nicht, ne? Immer volle Kanne. Ich genieße die Herausforderung in Situationen, in denen es viele Optionen und keinen klaren Weg gibt, einen Weg nach vorn zu finden. Das war mir zu viel. Einfach oder schwierig, wenn Sie ein Problem haben? Lassen Sie meine Mitte stehen. Das ist sehr, sehr diplomatisch. Mysterien wie die wahre Natur des Universums oder warum wir alle hier sind, bringen mir keinen wirklichen Nutzen, um zu rechtfertigen, meine Zeit damit zu verbringen. Das ist alles so schwer zu verstehen am Telefon, Herr Marder. Da kann ich Ihnen leider nicht irgendwie eine Antwort drauf Na geben. gut, dann Keine machen Ahnung. wir weiter. Ich habe es in der Mitte Ja. stehen lassen. Ich habe Ja. einen neugierigen und wissbegierigen Geist. Oh ja. Ja, ganz auf Zustimmung, ja. Wir haben es auch Ja. gleich geschafft. Ich genieße fast alle Arten von Wettbewerb und strebe immer nach dem Sieg. Ach nee. Nein, eher so gemütlich. Ich verwende beim Schreiben und Sprechen oft abstrakte und komplexe Wörter. Das würde ich auch so sagen. Wir haben es immer sehr freundlich gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas Besonderes bin. Nee. Gut, weiter. Ich bin bereit, mich bei anderen einzuschleimen, um zu bekommen, was ich will, auch wenn es Nee. nicht echt ist. Nee. Nee. Gut, weiter. Philosophische Schriften und abstrakte analytische Kolumnen sind meist einfach nur langweilig. Nein, bestimmt nicht, aber nichts für mich. Gut, es geht jetzt ja auch nur um generelle Aussagen. Andere sehen mich als gutherzig und wohlgesonnen an. Ja, Das ist gut, das würde ich auch so richtig. einschätzen. Ich kann manipulativ sein und andere beeinflussen, wenn die Situation es erfordert. Lassen Sie meine Mitte stehen. Gut, ich merke mir sensible Informationen, die ich zu einem späteren Zeitpunkt verwenden kann, um andere zu verletzen. Nee. Gar nicht? Gut. Nee. Das ehrt Sie. Gut, wenn ich mir über etwas unsicher bin, recherchiere ich und lerne alles darüber, was ich finden kann. Na, alles nicht, aber lassen Sie mal in der Mitte stehen. Das ist, glaube ich, eine gute Kardinalslösung. Jetzt haben wir es auch gleich geschafft, versprochen. Ja. Fürsorge, Freundlichkeit und gegenseitiger Respekt gehören zu meinen wichtigsten Werten. Ja. Ja? Ja. Das Fürsorge ist ganz wichtig. Ich bin bereit, für große Gewinne ein Scheitern zu riskieren. Ja. Ja. Gut, jetzt kommt die Frage der Fragen. Wenn ich eine schwierige Zeit durchmache, neige ich dazu, mich auf die guten Dinge in meinem Leben zu konzentrieren, die mich voranbringen. Ja. Ein Dreiviertel oder ein ganzes Jahr?
Ja, so mal ein ganzes Jahr, ja. Machen wir mal ein ganzes draus. Da habe ich jetzt mal drauf gedrückt. Und es ist ja im Prinzip tatsächlich so, dass der psychometrische Hogwarts-Haustest ergibt, dass sie zu 83% ein Hufflepuff sind, Okay. zu 54% ein Gryffindor, zu Ja. 50% ein Ravenclaw und zu 8% ein Slytherin. Okay, also Slytherin ist ja der ganz schlechte, da bin ich ja schon mal froh, dass ich nicht da gelandet bin. Das ist ganz gut. Also ich würde hier im Ja. Prinzip, gibt es ja auch eine Beschreibung, Hufflepuff und dann halt so in Anführungszeichen. In Hufflepuff ist man gerecht und treu. Man hilft dem anderen, wo man kann und hat vor Arbeit keine Scheu. Und dann kommt halt Ja. noch das, da sind immer die Fußnoten dazu. Hufflepuffs schätzen Engagement, Geduld, Gerechtigkeit und Loyalität. Ihr Hausmaskottchen ist der Dachs und ihre Farben sind gelb und schwarz. Sie neigen dazu, integrativ und tolerant zu sein. Sie schätzen Fairness, gute Laune und Eifer, anstatt Wert auf eine besondere Begabung bei sich oder ihren Freunden zu legen. Sie haben ein ausgeprägtes Gefühl für richtig und falsch und bemühen sich, freundlich und ehrlich zu sein. Aufgrund ihrer Bescheidenheit und ihrer sanften Natur werden Hufflepuffs manchmal unterschätzt oder als weniger wettbewerbsfähig angesehen als andere. In Bezug auf ihre Leistungen sind Hufflepuffs bescheiden, haben eine Abneigung gegen soziale Rivalität und werden normalerweise von jedem akzeptiert. Schön. Das finde ich auch, das kann man ja im Prinzip fast auf ein Poster schreiben. Super. Also ich finde das Prima. klasse, dass sie in Hufflepuff sind. Das hat mich jetzt Ja. dazu motiviert, dass er bei meinen nächsten Schachfiguren Dachs zu nehmen. Naja, dann machen wir sie mal einen DAX. DAX ist auch Und schön, sollen sehr wir gut. als Gegenspieler den Fuchs nehmen? Ja, können Sie gerne machen. Wussten Sie, dass Dachse und Füchse sich in Bau teilen? Ja, Ja? okay. Wo haben Sie das erfahren? Herr Marder, ich konnte eben gerade nicht zuhören. Wir hatten eine Störung in der Leitung. Oh, Wir müssten jetzt ich mal hab Ihnen im langsam. Prinzip mitgeteilt, dass Dachse und Füchse sich einen Bau teilen, ob Sie das Ja. wussten. Ja. Ja? Aber Herr Marder, wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen, weil ich habe noch einen wichtigen Anruf bekommen. Der Kindergarten hat angerufen. Ich muss nämlich meine Tochter abholen, hat mir gerade jemand mitgeteilt. Oha. Und wir müssten jetzt wirklich mal langsam zum Ende Wir kommen. waren Ja. stehen geblieben bei der Elite Premium Service AG, ne? Richtig. Und Dann ich muss will Ihnen ich da noch den. natürlich nicht, dass ihr Kind darunter leidet, wenn die krank Nee. ist. Und wenn ihr Nee. psychometrischer Hogwarts-Test sagt, dass sie ein Hufflepuff sind, dann zeichnet sie das eigentlich ja als guten Menschen aus. Dann seien Sie mal bitte so gut, wenn es Ihrer Kleinen wieder besser geht. Geben Sie mal bei Google Elite Ja. Premium Service AG ein, dann werden Sie sehen, dass der Verbraucherschutz und ganz viele Anwaltskanzleien vor der Firma warnen, für die Sie da Werbung machen. Ja, na gut, schreiben kann man viel. Ich gebe es mal mit weiter, dass das mal geprüft wird, Naja, der Herr Marder. Verbraucherschutz, der hockt da ja nicht und sagt, die wollen jetzt Leute ärgern. Und irgendwelche Ja. Anwaltskanzleien auch nicht, die dann helfen dabei, dass die Verträge wieder aufgelöst werden können. Ja. Herr Marder, gebe ich weiter, nehme ich gerne mit zur Kenntnis, aber da bin ich jetzt erstmal der verkehrte Ansprechpartner. Naja, nur, dass Sie es mal gehört haben, weil wenn Sie so Ja, Wert auf genau. soziale Interaktion und Gerechtigkeit legen, ist das ja vielleicht nicht unbedingt das, wo Sie, sag ich mal, sich für hergeben wollen. Ich Ja. würde Sie im Prinzip beim Bemalen meiner Schachfiguren beschäftigen, Ja. alternativ, ne? Herr Marder, ich muss jetzt aber wirklich los. Ich habe noch eine Frage. Dürfen Ja. wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos haben? Oh, Sie dürfen mir gern Ihre Eule schicken, aber nur wenn ihr nicht schnappt. Nee. Ob wir Sie mal Gut. anrufen dürfen, war nur die Frage. Ja Ja, oder nein? immer, ich unterhalte mich gerne, rufen Sie gern Schön. wieder an. Okay. Alles Gute für Sie. Für Sie Ganz auch? viel Glück hier beim Gewinnspiel. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Schönes Ich Ihnen Wochenende. Es ist auch, ja schon ne? Freitag. Ist ja Ja? witzig, oder habe ich jetzt einen Termin Ja. verpasst? Nein, alles gut. Gucken Sie ganz in Ruhe in Ihren Terminkalender. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Avada Scheiße, die hat den fucking Hogwarts-Test mit mir am Telefon gemacht. Ich werd nicht mehr. Ich geh kaputt, Freunde. Scheiße. Ich oute mich hiermit übrigens als durch und durch Slytherin.